Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 2, wo wir uns jetzt im Sumpf befinden und uns in das Lager der Banditen vorgewagt haben. Während da vorne noch irgendwie ein Goblin herumtanzt und wahrscheinlich möchte, dass wir ihn streicheln. Oh, Entschuldigung. Du hattest da was hinterm Ohr, tut mir leid. So, Heilkraut. Butlerfleisch. Ist hier? Hier ist noch ein Bandit. Und noch einer. Dann reden wir mal mit ihnen. Hi! Wie geht's? Wie läuft's? Du willst wissen, wie es läuft? Ich sag dir, wie es läuft. Zuerst haben mich irgendwelche Piraten in stürmischer Nacht hergebracht. Mann, ich hab die ganze Nussschale vollgekotzt. Dann lässt Raven die Mine absperren, weil irgendwelche Idioten zu gierig auf das Gold sind. Und dann wird Franco Anführer der Jäger und bringt jeden um, der dagegen ist. Ich würde sagen, es läuft ziemlich mies. Okay. Wie ist denn Franco zum Anführer geworden, wenn ihn keiner mag? Wie ist Franco zum Anführer geworden? Ganz einfach. Er hat Fletcher umgelegt. Der war vorher Anführer der Jäger. Oh, Fletcher war okay. Franco verarscht uns doch alle nur. Sag mal, kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Ich kenne mich mit Blutfliegen aus. Ich hasse diese miesen Biester noch mehr als Franco. Aber ich weiß, wie ich ihren toten Körpern die Stacheln und Flügel entreißen kann. Ja, entreißen. Außerdem weiß ich, wie man das Sekret aus dem Stachel entfernt. Wenn du willst, kann ich dir den ganzen Kram beibringen. Umsonst ist hier draußen allerdings nichts. Okay. Ja. Ich glaube nicht, dass mich das interessiert. Ich kann an dieser Stelle erzählen, dass mit dem Blutfliegen, es gibt eine interessante Sache mit ihrem Sekret. Also vor allem für Magier ist das interessant, weil man kann, wenn man das gelernt hat, kann man das Gift oder das Sekret, was sie in ihren Stacheln haben, kann man trinken gewissermaßen. Und wenn man das trinkt, dann füllt sich das komplette Mana wieder auf, was eine ziemlich coole Sache für Magier ist. Ich glaube, man wird irgendwann, wenn man das zu oft macht, wird man dagegen resistent. Also sie füllen nicht mehr das Mana auf, gewissermaßen. Aber bis dahin ist das eine ziemlich nette Sache, um Mana voll zu füllen. Vor allem, wenn man sich das für später halt aufhebt. Aber für mich als Milizsoldat-Paladin ist das, glaube ich, nicht so besonders berauschend, dass ich da jetzt Lernpunkte investieren würde, um zu lernen, wie ich den Biestern ihre Stacheln entziehe und dann nachher, wie ich das Sekret schlürfe. Deswegen werde ich das, glaube ich, einfach lassen. Feuerfall, Pfeile und Fisch. Müssen wir irgendwann mal eine Fischsuppe kochen oder sowas? Heilpflanze. Was soll ich denn wieder? Sumpfhaie und Drohnen, ne? Ich schieße die eh wieder nicht ab, bis die direkt vor mir stehen. Ich kann es auch mal noch versuchen. Nein, nicht das... Ah, fuck, Junge. Wieso kriege ich das Ding direkt vor mir nicht ins Ziel? Ich krieg das da hinten ins Ziel und den Sumpf rein ins Ziel, aber die Drohne direkt vor mir nicht. Ist klar. So. Dann waren aber noch mehr Viecher. Geh mal ein Stück hin. Hi, komm her. Ja, komm schon her. Wieso schieße ich da daneben? Sumpfgolem. Aha. Nichts zu holen. Das ist dann jetzt aber wahrscheinlich ein richtiger Golem im Gegensatz zu diesen komischen Steinwächtern. Ich vermute mal, da muss ich tatsächlich mal eine stumpfe Waffe benutzen. So wie in Gothic 1, das halt bei den... Entschuldigung. Ich war gerade ein bisschen irritiert, weil auf einmal Viecher auftauchen. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ja, ich habe die Drecksviecher schon besiegt. Keine Sorge, macht weiter Pause. Sind direkt neben eurem Lager und euch fällt das nicht auf. Das halte ich für ein bisschen suspekt, Leute. Ganz ehrlich. Und ich bin schon wieder halb tot. Kannst deinen Bogen wegstecken, Freundchen. Oder uns im Gothic 1 Slang zu sagen, steck die scheiß Waffe weg.
So, ich sammle hier eben noch ein paar Blümchen auf. Da hinten glitzert auch noch ein Trank. Ey Mann, steck die scheiß Waffe weg. Ach, du bist ein Bandit. Na gut. Habt ihr auch Betten? Zufällig? Das fände ich nämlich echt dufte. Jetzt so ein Bett. Schade. Keine Betten. Dann gucken wir mal weiter, was mir noch so in den Weg läuft. Aber ich sollte vielleicht mal mein Zielvisier rausholen. Mal gucken, was hier los ist. Da ist noch eine Pflanze, ein Feldnütterich. Und da sind noch Blutfliegen. So, jetzt möchte ich wieder die Blutfliege vorne haben. Ja. Komm her. Mietz. Nein. Schieß. Junge, schieß. Jetzt das, genau. Immerhin machen die nicht mehr viel Schaden bei mir. Oh, was ist das hier? Das ist ein Teleporter. Ja, das nehme ich natürlich auch. Ich habe ja noch einen Fokusstein dabei. Aber erstmal nehme ich den Trank mit und den Knöterich. Und dann das auf den Sockel. Geronimo! So. Wo ist Medarion? Ich brauche noch einen Fokusstein. Ich habe noch einen aktiviert. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast du ihn. Hier hast du ein paar Goldmünzen. Jo, kein Problem. Wie sieht es eigentlich mit der Tageszeit aus? Es ist schon nachmittags. Okay, okay, okay. Dann würde ich sagen, machen wir heute mal früher Feierabend. Nämlich, ich gehe jetzt ins Bett. So. Wo ist denn hier ein Bett? Da ist ein Bett. Und schlaf mal bis zum nächsten Morgen. Ich könnte auch bis zum Abend schlafen, aber dann wird es gleich wieder dunkel und überhaupt. Deswegen nehme ich mal den Morgen. Jetzt pisst es zwar aus allen Löchern, aber naja. Kann ich alles haben. Zum Summ. Ui. Cool. Sag mal, war hier eigentlich noch eine Leiter oder habe ich das gerade irgendwie falsch gesehen? Hier ist noch Unkraut. Ach so. Da, ich habe tatsächlich eine Leiter gesehen, irgendwie aus den Augenwinkeln. Sieht das so ein bisschen komisch. Jetzt zieh die Armbrust, Junge. Gucken, was da ist. Da sind noch Sumpfratten. Egal, gut. Wir gucken erstmal, was auf dieser Leiter überhaupt zu finden ist. Hoch. Ja. Weil wir erinnern uns an Gothic 1, da gab es ja jede Menge Leitern überall. Die wurden in Gothic 2 ein bisschen abgeschafft, weil es halt so diverse Bugs gab mit den Leitern, dass man da gerne mal runtergefallen ist und in seinen Tod gefallen ist und sowas. Ja, wir erinnern uns, dass wir das in M Let's Play zu Gothic 1 hatten wir das öfter mal. Vor allem in der alten Mine gab es das Problem oft, dass es irgendwelche Leitern gab, die nicht so richtig funktioniert haben. Deswegen wurde das für Gothic 2 wurden Leitern quasi abgeschafft, also es gibt quasi keine mehr. Aber jetzt hier im Add-on-Gebiet wurden wieder so ein paar eingeführt. Oh, das ist ja richtig nett hier oben. Wenn jetzt noch so ein kleines Häuschen stehen würde, würde ich sagen, jo, nehme ich. Bester Ausguck, einfach zu verteidigen. Gefällt. Wenn es hier Minecraft wäre, würde ich hier ein Haus bauen. So, Feuerkraut, Heilkraut. Hier ist auch noch ein X. Ist hier noch irgendwas? Kann ich bei der ganzen Vegetation und dem Regen nicht so gut sehen. So, Heilpflanzen, Heilpflanzen, Heilpflanzen. Hier ist noch ein Feuerwurzel. Das X untersuchen wir natürlich auch. Na, zumindest gibt es hier ein Feuer. Wenn es hier noch irgendwie ein Bett gäbe oder irgendwie so ein Dach noch über dem Bett, das wäre richtig geil. Aber so ist es, naja. Trank, Rohstahl und Morgenstern. Das ist noch eine Schriftrolle, oder? Ich sehe es doch da. So, hier ist noch eine Truhe. Mit Gold, Armbrustbolzen und Pfeilen. Ja, nehme ich. Gut. So, ich hoffe, ich komme jetzt auch wieder wohlbehalten nach unten, ohne dass ich runterfalle oder sowas. Das wäre nämlich ein bisschen peinlich.
Nur so ein ganz kleines bisschen. So, ich speichere mal lieber. So, benutze die Leiter. Genau. So, und noch eine Leiter. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt weiter den Sumpf erforschen, würde ich mal sagen. Ich guck aber noch einmal auf die Karte, wo wir jetzt eigentlich sind. Okay. Das kleine Gebiet im Westen von hier haben wir noch nicht erforscht. Also das, was noch im Sumpf ist. Ein ganz kleines Stück Richtung Westen. Es gibt auch noch in der Richtung, wo wir gerade hingucken, gibt es auch noch einen X. Deswegen würde ich mal sagen, gehe ich jetzt mal erstmal in diese Richtung. Zu der Sumpfgasdrohne. Krieg's bestimmt wieder nicht hin, dass ich die erschieße, bevor die mir nah genug kommt. Aber ich werde es nochmal versuchen. Vielleicht klappt es irgendwann mal. Ah, okay, bei der habe ich es geschafft, aber da war noch eine. Na gut, vielleicht kriege ich das doch hin, wenn ich mich anstrenge. Geh weg! Bleib weg von mir! Nein, so. Ja, genau, die Drohne möchte ich. Komm her! Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht nicht schon zu nah war. Also normalerweise ist die Strategie gegen die, dass man nicht in den Nahkampf geht, sondern dass man die im Fernkampf ausschaltet. Die haben auch nur eine ganz geringe Resistenz gegen Fernkampfangriffe, von daher kann man die mit Fernkampf relativ gut besiegen, im Nahkampf eher nicht. Aber irgendwie bin ich im Fernkampf so schlecht, dass ich das Ding selten treffe. Selten verlässlich treffe. So. Kann der Regen mal aufhören, bitte? So. Bolzen. Na, die nehme ich mal mit, auch wenn ich nicht glaube, dass ich so viele Bolzen im Spiel verbrauchen werde, wie ich jetzt schon habe. Ich habe jetzt schon irgendwie mehrere hundert Bolzen und ich glaube nicht, dass ich da so viel dazu kommen werde, das zu benutzen. So, hier haben wir nochmal 100 noch was Bolzen. Ja! Gut. Aber das X gucken wir uns an. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Honigtabak, ein Amulett und eine alte Steintafel. Ist ja interessant. Was kann das Amulett? Ich muss sowieso mal gucken, was... Wir haben ja jede Menge Schmuck gefunden zwischendurch. Okay, haben wir jetzt ein Amulett der Priester, Mana-Bonus 10, Amulett der Krieger, Schutz vor Waffen 10. Interessant. Wir brauchen zurzeit immer noch das Stärke-Amulett, um überhaupt unsere Waffe zu tragen. Peinlich, peinlich. Dann haben wir einen Ring der Heiler, Lebensenergie-Bonus, Ring der Priester, Mana-Bonus, Morgens Ring, Geschicklichkeit, Lebensenergie, Mana, Waffen, Feuer, Pfeile... Schutz vor allem. Okay. Ja. Wir haben jede Menge Schriftrollen. Eigentlich könnte ich mal so ein bisschen Schriftrollen benutzen. So, terroristisch. Wie viel habe ich eigentlich davon? Von den Blitzi-Blitz zum Beispiel. Das wäre nämlich durchaus mal interessant, das zu nutzen. Weil die machen ja schon ein bisschen mehr Schaden als die Feuerpfeile. Feuerball hätte ich auch wieder eine. Böses Vertreiben. Ich weiß noch nicht. Ich glaube, die Feuersturm-Schriftrolle brauche ich nicht, weil so viel Mana habe ich, glaube ich, gar nicht. Ich meine, ich habe jetzt schon ein bisschen mehr Mana. Ich habe 45, ja. Könnte ich sogar fast benutzen, die guten Schriftrollen. Also die richtig guten. Weil wir doch durch das ganze Dunkelpilz essen und die ganzen Mana-Upgrades, die wir bisher schon gesammelt haben... Doch schon so ein bisschen Mana haben. So. Komm her, du hässliches Mistvieh. Komm. Gut. Na, komm schon. Na, komm her. Komm. Nee, es war entweder zu früh oder ich habe nicht getroffen. Egal. So, das Ding ist weg.
So, da links waren noch ein paar Ratten, glaube ich. Oder zumindest eine. Und da hinten war noch ein Varan, aber ich gucke erstmal nach den Blümchen hier. Aber wenn ich nicht brauche, dass ich glaube, dass ich diese ganzen Feuer... dass ich diese ganzen Feuersachen brauche, weil eigentlich kann man daraus gut Mana-Tränke brauen, aber weil ich bisher nicht das nicht gelernt habe oder glaube ich nicht vorhabe, das zu lernen, brauche ich die nicht, aber wenn man natürlich Magier ist, dann freut man sich immer, weil, ja, kann ich wieder mir einen Trank machen, kann ich mir einmal das zum Bett gehen sparen, yay! Aber so schlimm ist es bei mir glücklicherweise nicht. Wow, wow. Wurde ich auf einmal von allen Seiten umzingelt. Weil man die hier nicht so richtig gut sieht in der Vegetation. Stufe gestiegen, ja. Aber ich habe ganz schön was auf den Deckel gekriegt. Da ich eigentlich gedacht habe, da wären nur diese Drohnen hier in der Nähe. Aber ich habe nicht nach rechts geguckt, dass da auch noch was ist. Na, komm her. Danke. Für das außerhalb der Schadensreichweite sterben. Ach, jetzt hier sehe ich ja gar nichts. Scheiß Blatt, geh weg! Nein! Verdammt! Ah, na gut. Sieht so aus, als müsste ich wieder ein Bett aufsuchen. Yeah! Tut mir leid. Heilwurzel. Feuerkraut. Hier noch irgendwas? Dunkelpilze? Da ist noch eine... Ah, what the? Geh weg! Bist Ratte. Nichts zu holen. So. Also noch mehr Ratten. Ach, verdammt. So, du kommst jetzt erstmal alleine her. Lass die Ratten da raus. Da hinten sind jetzt noch eine Menge Ratten. Na gut, dann. Der Junge steckt die Armbrust weg, hol das Schwert raus. Genau. Nee, komm. So, genau. Da war doch noch eine. Die fällt mir wahrscheinlich gleich von hinten. Ich kenne das doch. Feldnöterich. Was haben wir hier noch? Zurzeit nur die Sumpfratte. So, Dunkelpilze waren noch ein paar und Heilkraut. Lass einmal kurz die Armbrust draußen gucken, was hier in der Nähe ist. Sumpfgolem schon wieder. Hm, wenn ich mich richtig entsinne, waren die Sumpfgolems ganz schön gefährlich und man brauchte eine stumpfe Waffe, um überhaupt vernünftig Schaden gegen sie zu machen. Aber ich glaube, die Jungs machten richtig gut Schaden. Ich mich richtig entsinne. Ich wollte eigentlich vermeiden, dass ich irgendwie wissen, dass ich vorher schon weiß, in das Spiel einfließen lasse, aber ich werde diesen Sumpfgolems jetzt erstmal aus dem Weg gehen. Ich könnte natürlich hingehen, demonstrieren, indem ich sterbe, dass sie ganz schön stark sind, aber ich kann es auch einfach erwähnen und lassen, glaube ich. So. Ist hier noch was? Bisher nicht. Ja, da kommt wieder mein Geiz. Ich könnte eigentlich ein paar Heiltränke schlucken, aber ich habe irgendwie die Hoffnung, dass ich vielleicht irgendwo mal ein Bett finde. Zumindest habe ich noch diese Hoffnung. So, was haben wir hier denn? Das ist eine Höhle. Vielleicht eine Höhle mit einem Bettchen. Das wäre doch toll. Hallo? Bisher ist da noch nichts. Schauen wir mal. Hallo? Mallrats. Oh. Ich glaube, mit denen müsste ich fertig werden, wenn das wirklich nur Mallrats sind. Da hinten sind noch welche. Zumindest eine. So, okay, okay.
Dunkelpilz, Dunkelpilz, Butlerfleisch interessiert mich nicht, aber das X interessiert mich. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Lederbeutel, Trank. Aber die Dunkelpilze nehme ich noch mit. Und das Fleisch. Habe ich das Fleisch mitgenommen? Nein. Wie sieht es eigentlich mit meinen Dunkelpilzen aus? Wenn ich mal wieder so um die 50 hätte. Oh, ich habe schon fast 100. Oh. Könnte ich ja fast wieder am Ende der Aufnahme mal wieder Dunkelpilze-Wettessen machen. Ich glaube, das mache ich auch einfach. Die Zeit ist sowieso gleich schon wieder abgelaufen, leider. Werde ich, glaube ich, einfach hier am Folgenende, statt zu schlafen, werde ich erstmal wieder jede Menge Dunkelpilze futtern. Das sollte mich auch ungefähr voll heilen. So. Ah, hier ist noch einer. Genau. Ich habe noch so ein paar gesucht, damit ich vielleicht auch gleich zweimal das machen kann, wenn nicht schon meine Lebensenergie nach dem ersten Mal komplett voll ist. Sehr schön. Gut. Jo, dann würde ich sagen, haben wir wieder einen kleinen Teil des Sumpfes erforscht, ein paar versteckte Sachen von Captain Greg wiedergefunden. Leider noch nicht irgendwelche weiteren Ruinen oder irgendwelche weiteren Hinweise, die jetzt mit der Story uns weitergeholfen hätten. Aber immerhin haben wir noch so ein paar Sachen erfahren über das Lager, wie das läuft, was dieser Franco für ein komischer Typ ist. Und vielleicht hilft uns das ja das nächste Mal weiter. Wo kommt das Ding auf einmal her? Ich dachte, hier war ich schon mal. Strange. Geht dem voll in meine Abmoderation und will mich jetzt wahrscheinlich kaputt kuscheln. Seht das? Komm her. Mietz. Sumpfgastrone. Ja, komm her. Komm. Friss. Gut. Ja, aber wie ich sagen wollte, ich werde jetzt an dieser Stelle die Aufnahme gewissermaßen beenden. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumstehen und Dunkelpilze essen. Wer da gerne zugucken will und ich vielleicht fällt vor allem auch wieder irgendwelche lustigen Anekdoten an beim Dunkelpilze fressen. Aber wer abhauen will, ich mache nichts Besonderes mehr in dieser Folge. Also ich gehe keinen Schritt weiter oder sowas. Das machen wir erst in der nächsten Folge. Und daher sage ich an die, die weniger Geduld haben, schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, Dunkelpilze. Yeah. Ich fress Dunkelpilze jeden Tag. Wie viel heilen die eigentlich? 5. Dann bei 50 wären das 250 Lebenspunkte, die geheilt werden. Wie viele Lebenspunkte habe ich eigentlich mittlerweile? 400 irgendwas, ja. Könnte ich vielleicht doch gleich beide Batzen essen. Weil dann wieder jede Menge Heilung halt verloren gehen würde, die ich potenziell haben könnte. Ah, von daher glaube ich, ich werde mich erstmal mit 50 begnügen. Dann müsste ich ja schon wieder fast voll geheilt sein. Ja, ja, so. Ja, gut, dass wir nicht Alchemist geworden sind, weil man hätte ja am Anfang in Corinus hätte man ja auch Lehrling werden können von dem Alchemisten. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt. Tut mir leid. Und da hätte man ihm Dunkelpilze verkaufen können für jede Menge Geld. Aber ich benutze die Dunkelpilze lieber selber. So, da habe ich 50 gegessen. Lebensenergie ist wieder fast voll. Esse jetzt noch so ein paar, dass die Lebensenergie wieder voll ist. Ich glaube nicht, oder? Nee, ich lasse es erstmal so. Und in einer der nächsten Folgen mache ich das Spiel dann, glaube ich, nochmal. Ja, gut. Das war's. Ich glaube, den Rest sollte ich lieber nicht essen, während vielleicht Leute nicht zuschauen. Aber falls noch Leute zuschauen, vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich dann in der nächsten Folge auch wieder. Bis dann. Tschüss.